Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Part hier im Splatoon 2 im Story-Modus. Aber bevor es losgeht, möchte ich euch noch eine Kleinigkeit was zeigen. Und zwar, ihr kennt doch alle schließlich das Cover, also wenn ihr halt die Retail-Variante besitzt. Ja, ich war mir mal so frei, den Hintergrund zu wechseln. Und zwar ist das halt das normale Cover. Und dann hat man halt noch was im Hintergrund und das habe ich halt jedoch umgewechselt und das sieht jedoch so aus. Und da muss ich irgendwie ehrlich sagen, mir war mal an den einen Tag irgendwie total langweilig, weiß auch nicht warum, aber das kann schon ungefähr eine Woche her gewesen sein, also so ungefähr vom Release her. Und ich muss sagen, es sieht eigentlich richtig, richtig nice aus und ja, also, wer auch Langeweile hat, kann auch gerne das Cover wechseln, aber ja, wie gesagt, es hat was. Es hat was. Ist schon cool, ja. Das war's eigentlich schon. Dem weiteren habe ich auch nichts hinzuzufügen. Und dann würde ich sagen, schnappe ich mir ja meinen Pro-Controller. Und wir fangen an hier in Welt 2. Ich wollte gerade sagen Welt 8, aber okay. Level 8, Schmunzhätte voller Schnalz. Wo wir wieder eine zufällige Waffe von Arty bekommen. Und ja, wer denkt sich bitte solche komischen Levelnamen aus? Okay. Naja, gut. Okay, mit der normalen Heldenwaffe diesmal. Ja, also keine neue Waffe diesmal, aber dafür halt mit unserer normalen Heldenwaffe. Aber wenn es geht, diesmal ein bisschen mehr umschauen. Das wäre schön. Hier scheint irgendwo erstmal nichts zu sein. Wie komme ich jetzt wieder nach oben? Okay. So weit, so gut. Komme ich noch drüber? Na, okay. Nochmal. Aber jetzt hat es geklappt soweit. Aber ich müsste mich diesmal etwas mehr umschauen. Weil der letzte Part war jetzt nicht so geil von meiner Seite aus. Und ja, wer sich den Komplettpart gegeben hat, der weiß, dass ich sehr viel geschnitten habe. Also so kam es mir vor, weil ich hatte in der kompletten Aufnahme, das waren ungefähr, das war fast eine Dreiviertelstunde, also naja, nicht eine Dreiviertelstunde, so ungefähr 40 Minuten und daraus wurden 25 Minuten, also ja, lieber so ungefähr so in der normalen Länge zwischen 15 bis 25 Minuten, so, das ist eigentlich maximal immer so die übliche Länge eines Let's Plays oder einem Let's Play Parts. Irgendwie so in der Drehe. Hier war nichts drin. Vielleicht ist hier schon irgendwas? Ne, das ist nur wieder nur so eine Sardinenbüchse. Ja, besser als nichts. Da können wir auch ein paar Fischeier sammeln. Und auch nebenbei, Splatoon 2 hat er ein kleines Update. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Vielleicht wird das so morgen in der Früh oder so. Mal schauen, irgendwie. Oder morgen Mittag. Und weil, also um auf den Punkt zu kommen, Splatoon hatte ein Mini-Update und zwar eigentlich nur einen kleinen Patch. Ich weiß nicht, was da noch was anderes rausgepatcht wurde. Aber es wurde der Bug oder Glitch leider entfernt. Den man in Zone 2 an der einen Kiste mit ungefähr so mittig aufmachen konnte, also die halt grau blickt, waren halt die Coupons erstmal halt in Zone 2, dann halt noch in der letzten Zone oder Welt, wie man halt will, konnte man trotzdem, hier noch eine Sardinenbüchse, auch schön, konnte man auch die Coupons, die halt grau belegt waren, dennoch einsammeln und es hat halt trotzdem als ein Coupon dennoch gezählt. Aber dieser Bug oder Glitch oder wie auch immer wurde jetzt entfernt. Das war ein bisschen schade, weil man das so schön farmen konnte. Aber naja, so viel habe ich jetzt nicht benutzt, aber ja, habe ich auch so viel gemacht, aber halt leider nicht auf den offiziellen Account, sondern nur auf meinen anderen. Naja, egal. Mit dem auch sei, wurde der halt entfernt und ja. Aber haben wir jetzt schon mal auf gut Glück, okay, so schwer war es jetzt nicht versteckt, haben wir schon mal das Anchovium gefunden. Das ist schon mal sehr schön. Hoffentlich finden wir auch die Schriftrolle auch leicht. Wäre wunderbar.
Aber manche Schriftrollen sind wirklich richtig kacke versteckt. Das ist wirklich richtig assig. Aber ja, gut, soweit. Läuft's hoffentlich. Und ja, mal schauen, wo die Schriftrolle hier in diesem Level versteckt sein könnte. Ach, vielleicht hätte ich doch alle beide. Na! Okay, egal. Lass es ja bleiben. Ich mach's jetzt so, geht schneller. Okay. Haben wir noch einen Ballon? Eine Fischeier drinne. Wunderbar. 3 Stück. Je mehr, desto besser. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viele. Wir könnten jetzt theoretisch mit diesen Schriftrollen, nein, nicht Schriftrollen. Fischeier, die wir jetzt momentan haben, also so die 1500, könnten wir jetzt sogar schon eventuell unsere Heldenwaffe in Stufe 2 abrüsten. Hm, stellt sich vielleicht die Frage, mache ich's oder will ich noch sparen? Hm. Jetzt ist es fragwürdig. Ah, hier hinten scheint was zu sein. Ich sehe was ganz da vorne. Da, boah. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Alter, chill. Du lässt das sein. Geh ja weg, ey. Okay. Hier scheint irgendwas zu sein. Ah, hier ist auch schon die Schriftrolle im First Try. So muss das sein. Ich kann das nicht ab, ey. Ich versuche wirklich so gut wie möglich gründlich nachzusuchen und so. Aber manchmal verkacke ich es wirklich. Ich will wirklich alles im First Try schaffen. Ohne Level-Wiederholung und sonst was. Okay, wäre jetzt eigentlich auch nicht so das Problem. Dafür ist das Video halt länger und ich, und ja, sowas schneide ich zwar raus, ist zwar keine Sache. Aber das ist irgendwie, ach, keine Ahnung, das ist schwer zu erklären. Das ist irgendwie komisch, irgendwie. Deswegen alles im First Try und mich nicht so hart treffen lassen, bitteschön. Bleib ruhig. Ist es noch nicht so weit. Vielleicht etwas später. Oder bald. Vielleicht sogar noch in diesem Part, wenn es nicht so scheiße wird. Ich versuch's einfach nochmal, aber mach's ganz anders, wenn das irgendwie geht. Ich mach die einfach so täuschen, wenn das geht. Nee, geht nicht. Ja, wobei. Einen hab ich schon mal. Geht alle weg. Was ist das hier? Ich will nicht sterben. Was ist das für ein Scheiß? Ohne Witz. Ey, komm. Was denn? Campen da alle rum wie solche Noobs? Ja, wie soll ich denn da bitte schon da durch? Das geht doch gar nicht. Raff ich gerade irgendwie nicht, ne? Ich raff's irgendwie gerade nicht. Lass mich bitte zum Checkpoint. Ne, wobei. Ah, ne, das ist ja schon der letzte. Ach du Scheiße. Oh, nee, ist das schlimm. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Ah, fuck. Geil! Toll! Fängt ja gut an, die Scheiße! Ey! What the fuck? Okay. Geil! Sehen wir uns einfach an derselben Stelle wieder, wo ich verkackt habe! Wieder letzter Checkpoint. Ich werde es einfach so risken. Das ist mir jetzt sowas von egal. Ich habe schon jetzt schon die Schnauze voll. Weil die hier so ein scheiß Angriffsmuster haben. Es gibt zwar noch die anderen, aber das ist so nervig. Was ist das für ein Betrug, Mann? Ey, es ist so lächerlich. Ohne Witz, es ist so lächerlich. Wie soll ich da dran vorbeikommen, wenn diese Drecksheldenwaffe noch in der Stufe 1 ist? Wäre die wenigstens noch in der zweiten Stufe, wäre das doch viel besser gewesen. Aber nein, sie schießt so scheiße langsam wie Müll. Zwar jetzt schon über zwei Wait for. Alter! Rastet noch mehr aus. Wie soll ich denn das machen, bitteschön? Ey, Mann. Ja, toll. Oder wartet mal. Oh, bin ich dämlich. Warte mal, vielleicht krieg ich es irgendwie gebacken. Wegwerfen. Nee, keine Antäuschung. Ja! Gefickt. Ja! Boah! Am Eskalieren. Ich hab's geschafft. Fehlt noch die letzte Passage, die eigentlich. OBS, spack nicht rum. Halt still. Danke. Geht euch alle umbringen, ohne Witz. Weg mit euch! Ihr seid unter Menschen! Die Menschen kann man ja nicht sagen.
unter, was weiß ich, mir fällt nichts ein, egal. Komm her, du teppichartiges Teil. Aber bleib so. Ich muss ein bisschen schneller schwimmen, in dem fucking Timing. So. Boah, hat mich das schon abgefuckt, Mann. Oh nein! Bleib ruhig, es wird alles wieder gut. Nein, wird es nicht, aber ich tue einfach so. Ah, fuck, Mann. Oh, Mann, ey, es ist erst Zone 2 und ich verkack schon. Wie ein dämlicher Noob, ey, ohne Witz. Oh, was mache ich nur? Na gut, egal. Ich lasse das einfach so stehen. Ja, ich bin schon wieder völlig aus dem Konzept. Ich komme jetzt schon nicht mal klar, ey. Na gut, ja, wir haben hier Schriftrolle Nummer 8. Und da steht geschrieben: Einmal im Jahr findet in Inkopolis ein Kartenturnier statt. Dieses Jahr machte der Newcomer Joe Q, wie auch immer, kurzen Prozess mit den anderen Teilnehmern und sackte den ersten Preis ein. Ja, ist doch schön, ne? Wenn du deine Waffen ausrüsten willst, schau mal in die Heilmarsenalkiste. Ja, mach ich jetzt auch schnell. Ich glaube, das waren 1500. Es gibt einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich im nächsten Level wieder. Ja. Oh, okay, sogar 800. Oh, okay. Hochstufen. Ah, oh, fuck, Alter. Ah, oh, da mache ich mich schon mal aufs Schlimmste gefasst. Das erste Octoling-Level hier. Im Story-Mode. Ja, Octoling-Hinterhalt im Korallenviertel. Ja, mal schauen. Ich bereite mich schon mal auf das Schlimmste vor. Oh, ja. Holy shit. Okay. Ja. Zum Schluss nochmal gleich in die Seetang-Variante reingedonnert, ey. Achte, Mini-Elektrowälzer geben zusammen anscheinend einer normalen Elektrowälzen. Achte auf die Lichtsäulen und hol dir die Mini-Elektrowälze, werde ich tun. Und auch auf jeden Fall die Schriftrolle und die... Nee, und das Anchovium. Ja, so ungefähr auf jeden Fall. Keine Tinte. Ich glaube, das waren übrigens sogar 800. Da war das die letzte Stufe für 1500 oder so. Hier haben wir schon mal den ersten. Ja, war auch gleich hier ein Octoling parat. Ach, First Strike gekillt. Nice, Mann. In eurem Octoling-Arsch. Gleich hier gespawn-trapped. Okay, kann man jetzt nicht so sagen, aber es ist halt durch den Supersprung halt getrappt. Yeah. Machen wir auch gleich hier das explodieren. Was lache ich heute für Scheiße, ey, ohne Witz. Richtig lächerlich gerade, what the fuck? Vielleicht bringt das ja irgendwas, wenn man diese Tintenwalle zerstört. Ich weiß ja nicht, auf jeden Fall ist da eine Kiste gekommen. So ganz spontan. Na komm. Na komm, da komm ich halt, wenn du halt nicht willst. Scheiße, zerstört, ey, verdammt. Ich sollte nicht so alles risken, das wäre nicht so geil. Mal schauen, was in der Kiste drin. Als ob da schon die Schriftrolle war. LOL. Was für ein Lacker. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Kappa. Nö, wirklich nicht. Zerstören. Brauchen keine Verteidigung. Der Angriff ist schon die beste Verteidigung von denen. Ah ja, hallo, geht's noch? Was soll denn der Scheiß? Das ist für eine Verarsche hier. Ich hab doch keine Tinte. Alter. Nervig. Ich glaube, ich muss dann nochmal den Tintentank erweitern. Mann, durch die zweite Stufe oder so geht halt der Tintentank halt nochmal ein kleines bisschen leer. Nicht ein kleines bisschen, das ist schon viel. Boah, diese verdammten Dreiecksbomben. Ne, Klecksbomben. So hießen die. Ja. Glaube ich, so weit zu wissen. Irgendwie, Alter. Na gut, mach halt mit hier. Fress meine Bomben. Vibe. Apropos Vibe. Irgendwie nur weibliche Octolinger irgendwie, ne? Es gibt noch keine richtigen männlichen. Okay, außer diese Oktopoten oder halt Oktorekruten oder so. Aber egal. Würde mich gerne
interessieren, wie sich die bitte schon fortpflanzen. Ich glaube, das will ich nicht wissen, oder? Nee, das spare ich mir. Nee. Bitte nicht. Nee, nee. Will ich wirklich erstmal nicht wissen. Na, wobei, es wäre schon interessant, oder? Sparen wir uns diese etwas zweideutigen Themen und fragen uns am besten, wo das Atropium hier sein könnte. Mann, wo ist denn das bitte schön? Verdammt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo das jetzt sein könnte, ne? Keine Ahnung. Ich könnte ja noch mein Bestes geben und noch ein bisschen so auf der ganzen Map zu erkunden, irgendwie mehr oder weniger. Aber irgendwie. Keine Ahnung. Ne, hat mir jetzt auch nicht so viel was gebracht. Vielleicht hier hinten oder so zufällig. Ja, hier Autoling mit Seetang. Wird sofort eliminiert. Da war noch einer. Ah, wunderbar. Oder ist hier zufällig noch irgendwo noch ein Tintenwall, was hier noch aktiviert ist und noch zerstört werden muss, zufällig. Wäre auch möglich. Könnte ja auch sein. Wie gesagt, möglich wäre es. Irgendwie so. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo das jetzt sein könnte, ne? Ohne Witz. Ich stelle mich irgendwie gerade an wie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Wie der erste Mensch. Ich habe keine Ahnung, was ein Atropium ist. What the fuck? Null ne Ahnung. Aber ich glaube es aber auch nicht, dass es beim Spawnpunkt von den Octolingen ist. Das glaube ich eher nicht. Das bezweifle ich eher, aber ich sehe auch keinen weiteren Tintenwall oder so, was ich irgendwie zerstören könnte. Weil irgendwie bei den anderen Oktowallen, Tintenwallen oder so, kam immer sofort eine Kiste. Mann, krieg ich's mal gebacken. Danke. Vielleicht ist da doch was im Spawn, wer weiß. Und ich glaube es nicht, nee. Nee, schade. Wäre zu schön gewesen. Ach mal, wo ist denn der Mist? Ey, ohne Witz. Ah, okay. Oh, okay. Geschafft. Ja, okay, gut. Ich hätte jetzt gedacht, ich setze jetzt noch die nächsten 10, 15 Minuten noch hier an diesem Dreckslevel. Ah. Okay, wenn ich das alles schneiden würde, oder, nee, würde ich das alles uncut lassen, wären wir jetzt ungefähr bei 23 Minuten. Aber wenn ich das alles schneiden würde, wären das gerade mal 15 Minuten? Wenn das alles etwas länger gedauert hätte, hätte ich jetzt hier eigentlich Schluss gemacht, aber jetzt wirkt das ein bisschen zu kurz, also mache ich halt jetzt doch den Boss. Ja, wahrscheinlich mache ich ihn jetzt, ne? Ja, Nummer 9, Schriftrolle. Bestell die coolste Ausrüstung bequem online. Effektivste Effekte einfach beim Knirps mit den Stachelhaaren abholen. Bestellung bei Anemona. Ja, bei Set abholen und bei Anemona von Tenta World bei der Switch App einfach mal so Sachen kaufen. Die sind sogar sehr cool und es ist eine spezielle Kleidung. Das Bosskessel-Portal ist zugänglich. Rock'n'Roll! Ja, das mache ich direkt. Aber wir müssen nach unten. Aber bevor ich das mache, habe ich hier das Anchovium, aber das habe ich offscreen geholt. Jetzt muss ich nochmal kurz suchen, wo das jetzt war. Das tut mir ziemlich sorry. Aber das Atropium war hier, glaube ich, gewesen, ne? Genau. Also, wer es noch nicht hat, hier ist es auf jeden Fall. In the Overworld. Und jetzt noch, vielleicht könnte das irgendein Ballon sein, entweder der grüne oder der blaue. Ne, der blaue glaube ich nicht. Haben wir den schon zerstört überhaupt? Das weiß ich gar nicht. Naja, ich versuche jetzt einfach mal die grünen jetzt hier mal zu zerstören. Komm schon. Ah, die sind ein bisschen immer so zeitfristig, da muss man ein bisschen schnell sein. Krieg ich's hin, wo ist der andere? Spring hin, schnell, bevor er weggeht. Wunderbar. Okay. Haben wir schon mal hier die zweite Schriftrolle, beziehungsweise
Ein Souveniraufkleber in Zone 2. Okay, damit haben wir jetzt alles so weit. Ganz nice. Dann halt noch das Anchovium halt noch auf dem Boss. Ja. Bin schon mal gespannt. Also die Silhouette oder halt das Graubelegte sieht da schon mal sehr interessant aus. Wir bekommen eine Waffe von Arty. Okay. Okto Samurai rollt an. Oh. Das ist der aus dem Story Trailer, ne? Kann das sein? Heldenroller, ja, ist schön. Setze diese Waffe ein und beschere mir viele Daten. Ja, machen wir gerne irgendwie. Ja. Ich glaube, das müsste jetzt der aus dem Story Trailer sein, ne? Bestimmt. Es sieht auf jeden Fall so aus. Oh ja. Der fette Samurai. Plätte dich ehrenvoll, Okto Samurai. Oh, wie cool aus sind die schon viel. Und dann auf so ein Mini-Einrad. Das sieht so dämlich aus. Auf jeden Fall ist es eigentlich sogar noch leichter als der erste Boss, wenn man es nicht verkackt. Wie gesagt, wenn man es nicht verkackt. Ja, komm. Boah, man kann ihnen so viel wie möglich halt Schaden abziehen. Also wenn man es halt schnell hinbekommt, wie ich es gerade versuche. Verdammt. Hätte klappen können. Wo ist denn der? Ach, das war da vorne. Na komm, noch ein bisschen. Boah. Okay. Das war jetzt noch kein Treffer gewesen. So ein Teiltreffer. Aber erst, nachdem wir halt das Ding getroffen haben, verliert er erst einen Treffer. Ja. Da holt er erstmal jetzt schon mal seine zweite Phase raus. Der kommt nicht raus, weil er zu fett ist. Okay, jetzt ist der Roller irgendwie seitlich aufgebaut. Jetzt kann er halt drumherum um sich herrollen. Ja, wie er gleich auf die Offensive geht. Ich muss noch überlegen. Ah, was mache ich mit. Oh, er hat mich fast out of map geflogen. Was für ein Spaß. Unmöglich. Er kann zwar aufladen. Danke. Ja, schön. Na komm. Ich kann nicht. Nee, man kann ihn auch mit den speziellen Anwaffen auch angreifen lassen. Komm, noch ein bisschen. Komm. Nein, was mache ich? Komm, erst leicht. Komm schon. Perfekt. Ich lasse ihn angreifen. Es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit nonstop ihn angreife. Also, ich lasse ihn schon machen. So, seine letzte Phase, komm. Hol alles raus, was möglich ist, Junge. Bis jetzt bist du irgendwie noch schwächer irgendwie als der erste Boss. Und der ging wenigstens noch. Oh, du bist irgendwie schwächer, habe ich so das Gefühl. Ah, jetzt will er nochmal so viel wie möglich alles rausholen, ja. Naja, ob das was wird gegen mir, naja, ich weiß ja nicht. Ja, wobei, ja. Er versucht's. Er hat schon was drauf. Bisschen ausweichen. Ja. Okay, gut. Ja. Okay. Jetzt versuche ich wieder anzugreifen. Na, komm schon. Komm schon. Wow. Ich wäre fast rausgeflogen, aber ich hab's geschafft. Ich vernichte dich. Nein, keine Tinte. Das hat doch gereicht. Mit den letzten Spritzern, die ich eigentlich gar nicht mehr hatte. Okay. Ja. Warum eigentlich nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Immer her damit. Boah, gleich 50 Stück. Ein Schobium geholt. Riesen Elektrowels. Dumm, dämlich. 2 Minuten 30. Nice. Auf jeden Fall geschafft. Wunderbar. Mit einer Übertragung. Mhm. Das hat schon beim Zuschauen gestresst, aber gut. Nummer 4. Bin das nur ich oder wirken die Octarianer-Verstecke irgendwie weiblicher? Haben die einen neuen Designer? Geht. Hä? Was war denn das?
Ist das der Empfang etwa? Ist der Empfang etwa gestört? Möglicherweise gibt alter Elektroschrott im Octo Canyon Interferenzen ab, die unsere Funkverbindung stören. Alle möglichen Geräte funken auf der CBOD-Frequenz. Mikrowellen zum Beispiel, die ganz besonders. Ich höre dich gerade so schlecht. Ich bin gerade in einem Tunnel. Bis später. Einfach mal so Arti abschütteln. Wunderbar. Nice! Ist auch schön. Ja, das wird der Strom gekappt worden. Wunderbar. Kein Riesenelektrowelt, vielleicht in der nächsten Zone? Naja, ich würde eher schätzen, dass es den dann in der letzten Zone dann geben wird, beim Final Boss, wenn wir dann soweit sind. Aber wir machen hier im nächsten Part weiter. Es geht hier weiter, so wie es hier da steht, im Schnabeldepot. Da würde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Da würde ich sagen, bis zu einer weiteren Partie im Splatoon 2 Story-Modus. Bis zum nächsten Mal und ciao, macht's gut.